Ich werde jetzt ein Interview mit Jimmy Ushutan, dem jüngsten Mitglied der SV. Hallo. Okay. Was ist genau deine Aufgabe für den SV? Ja, SV. Also wir verkaufen ja. Das machen wir alle. Wir teilen uns die Aufgaben so ein bisschen. Manche die verkaufen Waffeln. Ich bin eigentlich eher da, wo die Süßigkeiten und so sind. Ja, dann sorgen wir natürlich für gute Laune. Und laufen rum. Gucken, was die anderen machen, gucken, ob irgendwas gebaut wird und ja, Organisation. Wie lange musst du am Tag hier bleiben? Wie lange gegeben für Arbeitszeit oder kannst du das? Wir kommen so um 8, halb 9 so. Und dann bleiben wir bis zum Ende, also 2 Uhr. Ist das anstrengend für dich oder kannst du das chillen? Nee, es ist nicht wirklich anstrengend, also kommt drauf an, wenn man jetzt das konsequent durchzieht, also den ganzen Tag verkauft. Und dann besonders, wenn viele Leute Pause haben, dann ist das sehr anstrengend, weil dann ist dann die Schlange bis nach hinten. Aber sonst ist das schon sehr chill. Und was macht ihr jetzt mit dem Erwerb, den ihr schon verkauft? Der kommt in die SV-Kasse. Davon können wir dann eben immer Sachen wie Eilersee oder so bezahlen. Okay. Und dann noch einen coolen Spruch von der SV, bis zu dem Projekt haben. Ich liebe Bratwurst. Ich bin der Schulsprecher. Okay. Wo liegt der Unterschied in deiner Aufgabe zu den anderen Mitgliedern der SV? Ich würde sagen, da gibt es jetzt keinen großen Unterschied. Ich bin eigentlich automatisch jetzt in der Schulkonferenz und wenn es was mit Herrn Jöschke zu besprechen gibt, dann bin ich diejenige, die halt hingeht. Aber ansonsten, wenn wir hier so arbeiten, dann sind wir alle gleichgestellt und ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich irgendwie mehr Aufgaben übernehme, sondern wir arbeiten alle so Hand in Hand. Wie ist das hier alles genau organisiert? Machst du das? Macht ihr das alle zusammen? Wir haben uns mehrere Male treffen müssen, um das halt hier alles zu organisieren und zu planen. Zusammen mit den SV-Lehrern Herr Bartel und Frau Hogart. Und haben halt einfach geguckt, dass wir die Aufgaben gerecht verteilen, dass jeder was zu tun hat. Okay. Wie viel Zeit hat das die Projektlage allgemein in Anspruch genommen, um das zu organisieren? So ein Zeitraum vielleicht oder sowas? Also wir haben schon länger gebraucht. Ich würde sagen, wir haben es schon mehrere Monate lang geplant und haben uns jetzt auch zweimal uns dann halt wirklich irgendwo anders getroffen und zusammengesetzt und so eine intensive Planung gemacht. Aber sonst, wir haben es halt von den vorherigen Jahren auch übernommen. Bekommt ihr da viel Hilfe von den Lehrern oder müsst ihr das eigenständig machen mit der Cafeteria, mit dem Verkauf zum Beispiel? Meinst du von den SV-Lehrern? Ja, zum Beispiel. Also unsere beiden SV-Lehrer, die haben jetzt halt auch eigene Projekte, also die sind ja auch neu und die können jetzt nicht so viel helfen. Der Herr Bartel und die Frau Hogart kommen halt vorbei, wann immer es geht, aber das meiste machen wir halt hier alleine. Okay, und wie lange musst du persönlich hier bleiben und fahren? Genauso lange wie die anderen. Wir bleiben so bis 2 Uhr hier und dann müssen wir halt noch abbauen und alles Mögliche regeln. Ja. Okay, dann bedanke ich mich.